Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog. Im Hintergrund sieht man schon einen kleinen Hirschbrumm. Den habe ich mir nämlich gerade ausgeliehen mit dem Mulcher zusammen, weil ich mal eben bei den Kartoffeln das Kraut abschlägen will. Das wächst ja doch ein bisschen über den Kopf jetzt, das sehen wir aber auch gleich. Ja, John Deere 2120 ist das. Den konnte man letztes Jahr ja auch schon beim Kartoffelnroden bei mir sehen. Den durfte ich mir freundlicherweise nochmal ausleihen. Besten Dank. Und den Mulcher dazu auch. Halt so ein, ja, wie heißt das, Sichelmulcher oder Schlägelmulcher. Da will ich jetzt mal eben bei Kartoffeln über hinfahren und die scheiß Hühnerhirse da mal abschlägeln. Die wächst ja wie Hulle. Oh. Aber wie gesagt, das seht ihr gleich nochmal eben. Wir waren da gestern schon mal einmal beim Roden. Das hat auch relativ, da muss ich hin, ging eigentlich mit dem Kraut. Wir haben das einmal versucht ohne vorher absenzen, geht, aber ist nicht ganz so schön, dann kommt oben auf dem Band doch ein bisschen Leerkraut an. Und dann hatten wir vorher einmal mit dem Motorsense da ein bisschen was frei gemacht, dann ging es auf jeden Fall besser. Außer der Boden, der ist immer noch ein bisschen feucht, weil es wirklich die ganzen Tage wieder durchgeregnet hat. Der war halt durchgeregnet, aber immer wieder ein Schauer. Und deswegen ging das nicht so schön zum Roden und der Schar wollte nicht so tief in den Boden rein, dass es irgendwie, weil der Boden so hart ist. Auf jeden Fall will ich entweder das Schar ein bisschen schwerer machen, dass es das am Boden einzieht. Ah. Kann ich mal eben zumachen, damit es ein bisschen leiser. Dass der Schar besser einzieht und wie gesagt, mulchen will ich erstmal, dass die Samen nicht mehr auffallen und nicht vermehren. Und dass vielleicht der Boden ein bisschen besser abtrocknet, wenn da nicht so viel Matte drauf ist. So, der erste Stück haben wir hier nicht stehen. Das ist quasi mehr oder weniger brach. Da ist nur ein bisschen Getreide drin. Wird aber nicht geerntet. Und dahin sind meine Kartoffeln, die man ja, nur erahnen kann. Das ist echt leider abgegangen wie sonst was, das Kraut. Wie gesagt, ich wollte das ja ein bisschen mehr im Schach halten. Aber als ich dann immer packen wollte und stiegen wollte, war man nass, da kam ich da nicht rauf. Ja, dann wuchs das schon mal, dann war Heuwetter, dann kam ich da auch nicht zu. Ja, und jetzt sieht es so aus. Deswegen wollte ich das einmal abmulchen. Und dann gucken wir mal weiter. Aber Kartoffeln sind auf jeden Fall online, wir haben gestern ein paar rausgeholt. Erste Bahn habe ich schon mal gezogen. Ja, geht eigentlich relativ gut. Ja, Höhe muss man immer so ein bisschen gucken. Ist nur blöd, dass man die Dämme halt jetzt nicht genau sieht. Man muss immer ein bisschen sich rantasten, wo man fahren muss. Aber ne, hier ist ein Damm, hier bin ich gefahren, das passt. Ja, das sieht ganz gut aus. Ja. Ja, einmal war ich ein bisschen tiefer, so wie hier. Schon ganz fertig, sieht man hier, guckt schon mal die erste Kartoffel raus. Das ist dann ein bisschen tief. Deswegen einen kleinen Tick höher, dass so ein bisschen Kraut stehen bleibt. Denk mal, so wie hier war nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob der auf einer Seite so ein bisschen runterhängt, weil er hier ziemlich viel abgeschlägelt hat und auf der anderen nicht so doll. Aber ich denke mal, ja doch, so wie hier ist gut. Da ist auf dem Damm nicht mehr viel drauf. Hier zwischen, klar, hier zwischen kann man nicht mulchen, das ist technisch schwierig mit dem Gerät. ja, aber oben drauf ist alles schön weg, so lasse ich das. Kann man die Reihen gut sehen, also die Dämme. Kannst hier schön mit dem Trecker fahren, gut roden. Das haut gut hin, das lassen wir so auf jeden Fall. Hier auch, ja. Siehste. Die erste Schneise schon mal. Ja, das habe ich mir eigentlich auch anders gedacht. Die ist ja mit meinen Kartoffeln. Eigentlich wollte ich das alles schier hinkriegen, aber naja. Da habe ich auch noch nicht gewusst, dass ich so viel Heu mache. Das kam mir irgendwie alles so peu à peu, bisschen plötzlich. Naja. Ich habe nur leider vergessen, mir Ohrenschützer mitzunehmen. Die muss ich mir sonst gleich noch mal besorgen. Ich krieg sonst einen Rappel, wenn ihr den ganzen Hektar runter mulchst. Das ist doch ein bisschen laut. Naja, aber ansonsten ein schöner Trecker. Ich war erst am überlegen, ob ich meinen kleinen 2D davor hängen von dem Mulcher, aber
Gut, dass ich es nicht getan habe. Ich glaube, da wäre er kaputt beigegangen. Also nicht kaputt, aber da hat er ganz schön zu knabbern gehabt. Das ist schon gut. Ich weiß gar nicht, wie viel PS der jetzt hat. Ich schätze um die 60 oder so. Oder steht das da vielleicht am Typschild irgendwie dran? Nee. Steht leider nicht. Aber das ist schon gut so. Meine hätten da, glaube ich, ganz schön zu knabbern gehabt. Auch der IAC, der wäre, glaube ich, an den Grenzen gewesen. Und der IH hat ja sowieso so breite Reifen drauf, der kommt hier gar nicht in die Dämme rein. Aber so finde ich das schon gar nicht schlecht. Ist noch nicht optimal natürlich, aber auf jeden Fall schöner als das. Ja, eventuell muss man dann noch ein zweites Mal hier über hin, wenn das noch wieder hochwächst. Aber wie gesagt, so schon ganz gut. Und ja, ich mähe jetzt zwar auch die Kartoffeln mit ab, aber sieht man, hier ist jetzt ja gerade eine. Die sind sowieso schon ziemlich alle abgestorben. Deswegen muss ich, wenn da noch irgendwo welche sind, die noch mit Grünes haben, muss ich mit Ronner. Dann werden die Knollen auch schalenfest und die sollen jetzt sowieso nach und nach schon runterkommen, die Kartoffeln. Ja, also geht langsam auch los mit Roden. Aber so sieht schon mal anders aus als da. Ja. So, achso, Frau ist auch gleich gekommen. Ich mache nochmal eben eine schnelle Außenaufnahme. Ich stelle euch hier mal eben hin. Nochmal eben vorweg, das Einzige ist, irgendwie hängt der auf einer Seite tiefer als auf der anderen. Aber ich glaube, das kann man nicht umstellen. Zumindest habe ich den nicht gesehen. Sieht man hier ja. Hier mäht er richtig schön ab und da lässt er so viel stehen. Der hängt echt auf einer Seite weiter runter. Ich weiß nicht warum. Ich guck mal, ob ich da noch was umstellen kann. Aber ich muss sagen, jetzt nach Mulchen, was schön ist, das riecht schon so ein bisschen nach Maisfahren. Ein bisschen nach, ja, gehäckseltem halt, ne? Dann kriegt man schon Maisfieber so langsam jetzt. Da sind wir angekommen. Ja, das ist kein Grünland. Das sind Kartoffeln. Scheiße. Naja, Lukas ist jetzt ja gerade am Mulchen. Mulcht das so schön runter, damit wir auch nachher auch die Dämme besser sehen, weil vorher konnte man ja gar nichts sehen. Ja, jetzt sieht man das natürlich, kann man das ein bisschen besser erahnen, wenn wir die Kartoffeln nach und nach rausholen wollen. Aber wenn man dann ja hier mal so rüber guckt. Ja, wo sind die Kartoffeln? Und deswegen haben wir gesagt, wollen wir den Kram erstmal runtermulchen. Und dann schauen wir mal weiter, ob das dann besser klappt mit dem Roder. Ja, das geht aber auch deutlich besser. Wir haben ja gestern oder vorgestern, aber das haben wir nicht gefilmt, da haben wir da vorne ein bisschen gerodet. Und dann bin ich mit der Sense vorbeigelaufen oder vorweggelaufen. Ja, das schockte natürlich jetzt auch nicht so. Und dann ist das natürlich deutlich angenehmer und man schafft natürlich deutlich mehr. Ja, der Spur ist, der Trecker ist extra auf die Spur eingestellt, dass er bei uns zwischen den Reihen passt, dass er eben halt auch nicht so viel kaputt fährt.
Jetzt sind wir in der Werkstatt, also Lukas macht das dann eben zu Ende, kommt dann auch anschließend nach. So, und ich hatte ja gerade eben gesagt im Auto, ob jemand da irgendwie so eine Explosionszeichnung von hätte, und zwar wie dieses Ding hier aufgebaut ist. Wir haben ja folgendes Problem gehabt, dass wir die Zapfwelle dran hatten, oder beziehungsweise Zapfwelle an, und dann lässt man den ja runter, lässt man ja, ich hätte jetzt gesagt die Pickup, quasi lässt man den runter, ja runter, den Ruder runter, und dann eben halt durch den Hebel hier unten kriegt er quasi oben Druck auf Kupplung, und dann fängt auch der Ruder an sich zu drehen, und vorher eben halt natürlich nicht. So, und ja, jetzt ist das Problem, man kann ihn hoch und runter machen, passiert nichts, weil er dann da eben halt durchschleift, weil wir vermuten, dass man eine Einstellschraube, ich glaube das war die hier, zu doll eingestellt hat und sich jetzt natürlich die Kupplung da drin verabschiedet hat. Ja, da könnte das ja einer mal in die Kommentare, oder könntet ihr das ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, was das sein könnte. Und wenn irgendeiner da so eine Explosionszeichnung von hat, wie das Ding aufgebaut ist, das würde mich eigentlich auch recht interessieren. Und ja, also es ist eine, ist ein Grimme Europa Standard. Das andere ist ja, glaube ich, nur ein Grimme Europa. Ja, also wenn einer da was von hat, das wäre total nett und cool von euch. Ein paar Tage später, ich glaube, Christoph hatte zuletzt irgendwie was vom Ruder gefilmt, wenn ich das gerade richtig weiß. Und ich bin jetzt gerade am 611er bei. Ich will mal eben die neue Forke umbauen von Ballenpicker auf Palettengabel. Weil mit Ballen fahren bzw. Heu machen ist immer noch nicht viel. Also jetzt wieder irgendwie schönes Wetter, ist auch warm. Aber echt immer diese Schauer zwischendurch. Jetzt, man sieht ja, überall stehen Pfützen, alles nass. Das ist Katastrophe. Ich hoffe, dass ich irgendwie mein restliches Heu noch irgendwie wegkriege. Ich habe ja noch erst einen Schnitt auf dem Halm stehen. Das ist natürlich jetzt auch alter Stoff, das hätte ich gerne schon vor einem Monat runter geholt, aber naja. Wetter halt, ne? Naja, aber Regen brauchen wir auch, so ist ja nicht. Der Mais freut sich. Der steht auf jeden Fall gut bei uns. So, ich baue mal eben den Picker hier ab. Den habe ich mit der Hand schon mal, mit der Zange hinten schon mal losgedreht, die Schraube. So. Zieht man einfach raus und dann können die neuen Gabeln da rein. Mal gucken, die hatte ich da noch nicht drin. Mal gucken, wie einfach das geht. Also ich glaube, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, sollen die vorne an der Spitze noch 2 Tonnen tragen, was ich mir eigentlich kaum vorstellen kann. Weil die irgendwie nur gebogen sind und nicht, also nur geschmiedet. Keine Ahnung, irgendwie sollen das Besondere sein. Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Oh, mal gucken, schwer sind sie auf jeden Fall. Das ging ja schon mal. Also drauf sind sie. Ein kleiner Tipp, wenn ihr die so in der so verstellen wollt, nach links und rechts, ist das am einfachsten, wenn ihr die Gabel mal eben so ausklappt, quasi dass die Zinken nach unten hängen, dann sind die ziemlich frei. Dann kann man die leichter hin und her schieben, als wenn die jetzt so stehen. Ja, die anderen mache ich dann nochmal eben ran. Und dann stelle ich die mir mal eben richtig aus Palettenmaß ein, weil ich dann noch eben eine Palette Steine wegfahren will von drüben, von der Platte. Die sollen auch nicht hier mit ins Steinlager. Ich habe hier noch ein paar stehen. Wahrscheinlich muss der Striegel hier erstmal eben vorweg, wahrscheinlich. Oder ich drücke die hier irgendwie vorhin. Hier liegen ja noch ein paar Steine, die verpflastert werden wollen. Genau, und dann will ich auch noch ein paar Holz-Big-Bags voll machen. Da liegt ja schon gespaltenes Holz. Das soll da mal eben rein, dass es da mal langsam freier wird. Jetzt, wo ich kein Heu machen kann, kann ich ja zumindest ein bisschen aufräumen. Ja, Steinpalette habe ich ja drauf. Also ich muss sagen, ich bin echt froh, dass ich den Frontlader gekauft habe oder überhaupt den großen Trecker. Da kann er mal eben zeigen, wie viele Steine drauf sind. Also der 6L war da echt überhaupt gar kein Problem mit, natürlich. Aber die IAC mit Heckstab da, der hatte schon seine Mühen, die hochzukriegen. Deswegen mache ich das auch mit dem 6L. Ich meine, die ist noch lange nicht voll, die Palette. Da könnten noch 2 Steine rein überhin. Aber ja, so schon schön. Ja, ich muss mal gucken, oder ob ich die hier... Aber da muss ich den Schwader noch wegstellen. Weil hier hinter dem Meldenhaufen verbergen sich ja eigentlich die Pflastersteine. Ob ich den hier vorsetze, einfach, dann ist das beisammen. Das sind nämlich die gleichen. Ich wollte die erst alle auf Palette schön stapeln.
dann hat man das leichter zu pflastern, aber ja, ich denke mal, ich weiß nicht, ob wir da dieses Jahr noch zu kommen. Eigentlich hatte ich ja gedacht, dass wir es im Sommer hier alles schön pflastern, da wusste ich aber noch nicht, dass ich 55 Hektar Heu mache. ja, ich glaube, ich fahre die Donner hin, dann sind die zumindest hier weg, hier ein bisschen Platz. Und den Haufen da, der ist ja schon gespalten. Den will ich in Big Bags kriegen und dann eben den müssen wir mal eben wegfahren. Die große Schaufel habe ich auch hier da, die. Und dann eben auf dem Dreiseitenkipper, ja, den Dreiseitenkipper, dem geht es auch noch. Der steht da im Mähdrescher schon da, ganz an der Seite. Deswegen sieht man den nicht mehr auf dem Hof stehen. Aber den gibt es noch, den gebe ich so schnell auch nicht weg. Der ist Gold wert. Ja. Ja, die fahre ich erstmal rüber. Und dann hole ich die Big Bags raus. Jo, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kommen deine guten Big Bags mal zum Einsatz, Björn. ja, den Haufen habe ich hier ja schon gespalten. Den haue ich hier jetzt alles in den Sack. Das sind ja so spezielle Holz-Big Bags. Die sind hier nur mit einem Netz drin an der Seite. Deswegen kommt hier ein bisschen mehr Luft durch. Und das soll, ich weiß nicht, ob es auch luftdurchlässig ist, so ein bisschen die Seite. Genau, den packe ich jetzt erstmal voll. Und dann stelle ich die, denke ich, daneben den Stapel. Da lege ich auch noch Paletten hin und dann staple ich die Boxen da über hin und dann kommt da sonst so eine Platte hin, dass es da oben nicht reinregnet oder eine Folie. Das muss ich mal eben gucken, aber dann kann der Haufen jetzt zumindest schon mal weg und dann kann ich da weitermachen mit Spalten. Dass das hier halt zumindest schon mal wieder ein bisschen frei ist, das ist eigentlich immer ganz praktisch, wenn man zumindest ein bisschen Fläche da hat, wo man irgendwas mal hinstellen kann oder abkippen kann. Ja, wie gesagt, der Misthaufen kommt dann gleich eben weg. Dann ist ja schon ein bisschen Platz. Die Palette auch nochmal eben, hier sind Randsteine mit. Das eben weg, dann sieht das schon mal anders aus hier. So, das sieht schon relativ trocken hier aus, eigentlich das Holz. Ich kann das sonst nachher mal messen, wenn ich da drin denke. Den Feuchtemesser kann ich sonst auch verlinken. Oder habe ich den schon verlinkt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, der fürs Heu soll auf jeden Fall jetzt drin sein, der Feuchtemesser. Und fürs Holz habe ich ja noch einen anderen. Der geht eigentlich auch ganz gut. War, glaube ich, auch gar nicht so teuer. Wenn ich den auf Amazon noch finde, dann verlinke ich den nochmal eben. Ansonsten könnt ihr auch gerne nochmal in die Kommentare, in die Beschreibung gucken, was da so alles verlinkt ist. Was ihr vielleicht gebrauchen könntet, beziehungsweise auf meine Wunschliste könnt ihr sonst auch gerne gucken, falls ihr mir noch was zukommen lassen möchtet. Ja, ich packe hier erstmal den ganzen Haufen weg. Und dann schauen wir mal, wie viele Säcke wir voll kriegen. Ich denke mal, genug Säcke habe ich auf jeden Fall. Jo, dritter Sack voll. Ich mache die jetzt nicht ganz bis oben in Knacke voll. Ich lasse mal ein bisschen Luft. Ich glaube, das ist besser so. Habe ich zumindest bis jetzt den Eindruck. Bis jetzt habe ich das immer so gemacht, beziehungsweise nach dem ersten Sack. Ich habe den an den Frontlader gehängt, da mal eben zwei, drei Stücke reingeschmissen, dass er sich richtig entfaltet und dann so weit runtergelassen, dass quasi unten die Bodenplatte richtig aufsteht. Nicht, dass der noch zusammengefaltet ist und wenn man den hochzieht, dann, ja, das ist alles runterrutscht. Oder wenn der zu hoch ist, dass da unten so ein Wulst drin ist, dass man den blöd auf eine Palette stellen kann, so halt, dass unten der Boden gerade ist und dann voll gemacht. Das ging bis jetzt eigentlich ganz gut. Dann behält er seine viereckige Form auch einigermaßen. Zwei habe ich da jetzt schon hingestellt auf Palette. Das Video, wo ich das gesagt hatte, dass ich die mal ausprobieren will und was ihr da so von haltet, das war ja relativ gemischt. Viele haben gesagt, das ist totaler Plünder, das haut gar nicht hin. Und die andere Hälfte war eigentlich ziemlich begeistert davon, deswegen will ich mir selbst mal ein Bild davon machen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das nach einem Jahr aussieht, wenn die hier stehen, wie die von der UV-Strahlung vielleicht ausbleichen oder porös werden, das werde ich dann ja sehen. Sieht man hier, den habe ich als erstes voll gemacht, der ist noch so ein bisschen rundlicher und den habe ich danach gemacht, der ist schon etwas eckiger. Ja, ich habe mir jetzt wie gesagt nicht ganz voll gemacht, dann kann ich die Ecken so ein bisschen noch reinklappen, da kommt dann Folie über hin, beziehungsweise da stelle ich noch zwei hin und dann einen oben drauf, habe ich gedacht, das sollte normalerweise gehen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist, dass ich die Netze so aneinander gestellt habe oder die Netze lieber so, weiß ich nicht, ob das einen Unterschied macht oder nicht, ich habe es jetzt einfach so gemacht.
Ja, und dann lassen wir das hier mal so ein bisschen trocknen. Ich denke mal, das ist hier ganz gut ein bisschen luftig. Wie gesagt, ob ich da jetzt Silofolie rüber mache, ich habe schon gedacht, oder sonst so ein Vlies noch mal ein kleines kaufen, darüber ziehen. Da kommt ja nicht auch die Luft durch. Muss ich mal gucken. Ja, zur Not habe ich gedacht, wenn man die dann ausliefern will, entweder eben umdrehen und auf den Anhänger kippen. Oder ich würde die Säcke sonst auch gegen Pfand einfach mitgeben. Kann ich ja so auf dem Anhänger setzen mit dem Frontlader. Oder beim Liefern eben, ja, wenn einer die in der Garage haben will zum Beispiel, eben auf Palette setzen. Und dann mit dem Frontlader in der Garage fahren oder mit dem Hubwagen eben. Und dann können die das ja übers Jahr leer machen und dann nach einem Jahr meinetwegen zurückbringen. Die Säcke, die kann man ja gut lagern. Dann kaufe ich mir ein paar mehr davon. Nehme ich da irgendwie ein paar Euro Pfand für, dass sie dann auch wieder zurückkommen und dann ist gut. Das wäre zumindest ein relativ einfaches System dann. Die kann man ja ganz gut handeln irgendwie. Wie gesagt, und wenn ich nicht so viel Holz habe, kann ich den zusammenfalten, irgendwo auf den Boden legen. Die nehmen mir deutlich weniger Platz weg als so eine Gitterbox. Ja, aber Gitterboxen behalte ich natürlich auch noch. Ein bisschen Holz habe ich hier immer. Ja, aber so bin ich eigentlich relativ zufrieden. Ich denke mal, eine Box ist hier noch, vielleicht eineinhalb. Und den Rest muss ich ja erst noch spalten. Ja, aber dann kann ich hier noch aufräumen. Hier liegen noch ein paar Steine. Die haue ich mit dem Frontlader da oben auf dem Berg mit drauf. Und dann wäre das schon langsam ein bisschen sauberer hier. Fünf Stück habe ich schon mal voll. Ich habe jetzt noch ein bisschen was mit der Hand nachgespalten. Sieht man auch ein bisschen an meinem Schweiß. Nö, aber stapeln geht ganz gut. Ich habe, wie gesagt, jetzt vier so gestapelt, einen oben rauf. Und wenn ich jetzt noch mehr kriege, dann gehe ich in die Reihe, in die Seite weiter quasi und dann immer einen in der Mitte oben drauf. Wenn ich dann einen Plan überhinlege, dann läuft das Wasser auch gut ab, denke ich. Dann geht das. So, jetzt will ich aber erstmal die Schaufel abbauen. Und ich habe hier so am Frontlader so eine schöne hydraulische Gerätebetätigung. Zum An- und Abbauen. Das habe ich glaube noch nie gezeigt, wie es geht. So, dann machen wir erstmal den umklappen. Hier hinten habe ich so einen kleinen Taster, den drücke ich einmal und nach links ziehen. Aber wahrscheinlich auf der Kamera nicht gesehen. Dann gehen da nämlich die Bolzen auf. Und dann kann ich einmal ganz schön die Gabel so absetzen, ohne auszusteigen. Das ist sehr angenehm, muss ich sagen. Gut, dass wir das damals mitgenommen haben. Beziehungsweise war ich schon am Frontlader dran. Ich kann jetzt eben einfach zu meiner Schaufel fahren, pick die eben an, dann wieder Knopf drücken, Arm nach links und dann gehen sie wieder zu. Das ist echt angenehm. GoPro gerade umgekippt. Naja. Ich hoffe, man kann das trotzdem einigermaßen sehen. Hier sind halt diese Verriegelungsbolzen, die ich dann vom Trecker aus sehe. Dann sieht man, ob die links oder rechts sind. Und hier geht halt der Schlauch lang. Für die Gerätebetätigung sieht man hier auch, wenn die Nupsis rechts und links sind, ist zu. Wenn die in der Mitte sind, ist auf. Ja, das wäre es soweit. Schaufel ist leer, denke ich. Ja, dann kann ich da mal ein bisschen mit aufräumen. Weiter im Text, Mist auf dem Wegfahren. Ich hole jetzt mal eben den 3-Seiten-Kipper raus. Aber so eine große Schaufel, die schockt schon mehr, als wenn ich das alles mit einem Klick-Bumm-Lader hier wegfahren würde. Das schafft schon mehr. Ja, ich denke mal, dass ich mal eben den Fendt nehme. Das ist auf jeden Fall das Zuchtmull hinter. Ich glaube, na doch, im IEC müsste es auch sein. Aber der kleine Fendt steht hier, der kann auch noch ein bisschen was tun. Der ein oder andere hat ja gefragt, wo der kleine Fendt denn ist. Der ist auch hier, der steht nur ein paar Tage jetzt auf dem Feld mit dem Kartoffelruder hinten. Dass wir den da immer hatten. Aber Kartoffelruder ist jetzt gerade in Lohn unterwegs. Aber Solo
Genau, deswegen haben wir den kleinen Fan jetzt gerade mal frei. Dann kann der auch ein bisschen Wagen fahren. Drei Schaufeln, ist Anhänge voll, das gibt Fix. Das sollte noch gewesen sein. Anhänger voll, Platte leer. Aber sieht schon ganz anders aus. Einmal eben alles aufgeladen, bisschen rübergeräumt, einmal durchgefegt. Hat man auf jeden Fall erstmal wieder Platz. Und sieht wie gesagt schon wieder ein bisschen aufgeräumter aus. Ja. Nach und nach, dann kommt das nächste Brennholz hier jetzt mal weg. Und ja, da hinter dem. Den Buschhaufen sozusagen, wie gesagt, da liegen ja noch Pflastersteine, die wollen irgendwann auch noch verpflastert werden, aber da komme ich jetzt ja mal eben so spontan nicht zu. Da muss ja auch ein bisschen vorher geplant sein, da musst du ja auch Unterbau machen und so, die kannst du nicht mal eben so hinschmeißen. Das soll dann ja auch ein bisschen ordentlich sein, ne? Das ja, soll dann ja auch ein bisschen halten, dass die Träger da drauf fahren können und nicht gleich wieder hochkommen. Naja, aber ich will jetzt gleich erstmal ein Video schneiden, deswegen soll es das fürs Video erstmal gewesen sein. Danke fürs Zusehen auf jeden Fall. Guck gerne in den nächsten Vlog wieder mit rein. Auf Insta einmal vorbeigucken. Kuxland_1gra-Videos. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Fahrvlog wieder. Bis dahin. Ciao.